Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Wonne-Monat Mai. Die letzten Tage taten uns gut. Endlich wieder das Leben mit allen Sinnen genießen. Einmal an einer Blüte riechen, das Grün und die Vielfalt der Farben bestaunen, mit der Hand über das Gras streichen, auf der Terrasse oder auf einer Bank sitzen und leben. Den Vögeln nachschauen, seiner Fantasie den Wolken mitziehen lassen, nichts tun. Über die Bienen staunen, die schon jetzt unsere Ernte vorbereiten. Ich muss nicht immer etwas tun, sich einen Augenblick der Welt mit allen Sinnen überlassen. Denn Leben ist mehr. Leben ist Staunen, ist Atemholen, sich die Schöpfung gefallen lassen, wahrnehmen, dass alles wieder neu wird. Vielleicht ist das auch der Augenblick, wo leise über unsere Lippen ein Dank an den Schöpfer kommt. Das, wovon wir leben, haben wir nicht allein gemacht. Ja, wir müssen sehen und wir werden ernten. Doch ob es gelingt und wie groß unsere Ernte wird, liegt nicht in unserer Hand. Unsere Sorgen und Mühen um die Menschen, die wir lieben, sind gut und wichtig. Aber dennoch müssen wir abwarten, wie alles wird. Und hoffen und vertrauen, dass es mehr als unsere Weisheit gibt, dass einer den weiteren Überblick behält. Wir machen oft viel und machen vieles nicht. Leben ist nicht allein machen, auch genießen und hoffen und vertrauen, dass Gott wohl macht, was ich beginne. In einem Kirchenlied heißt es, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, dass dein Fuß gehen kann. Ihr Pfarrer Olaf Glomke.